Im Leben wie im Tod preisen wir. Hallo? Grüße. Hier draußen. Was zum... Hey, hören Sie mich? Sie sind es. Der Vater des Kindes. Kind? Moment, meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose! Rose! Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein. Bing. Wo ist Rose? Bing. Wer ist Mutter Miranda? Bing. Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück! Rose ist hier? Kennt ihr das Gefühl, wenn irgendjemand lacht, dass ihr einfach mitlachen müsst? So ein sympathisches Lachen, oder? So ein sympathisches Lachen. Ich bin auch spontan. Steffi, Bock ins Kino zu gehen? Klar, gib mir 2 Stunden. Muss noch Haare waschen. Ja gut. Aber wegrasieren würde auch gehen. So, wir gucken mal weiter. Was eine nette Omi, ja, ne? Ein bisschen creepy, aber voll schön, ja. Und vor allem hat sie auch was Schönes auf dem Boden gemalt. Ja, hierzulande malen die Kinder mit Kreide auf den Straßen. Ja, östlich, europäisch, also Osteuropa. Ja, malen halt die Omas mit ihren Gehstöcken in den Schlamm. Ja, so ist das halt, Freunde. Was willst du machen? So, wir gehen mal kurz hier nochmal rein. Denn... Oh, das war jetzt aus Versehen, Freunde. Ich wollte nur checken, ob meine Waffe nicht jammed, also nicht, ne, so blockiert. Oh, hier ist auch noch was. Oh, nevermind. Nehme ich auch mit, nehme ich auch mit. Wobei es gar nicht mal so schlecht ausschaut, ne? Ritualmäßig. So, was haben wir hier noch Schönes? Oh, große Lycans, sagenhafte Wolfsmonster von einst. Möget ihr kommen und uns unser Fleisch nehmen. Möget ihr kommen und uns bei lebendigem Leibe zerreißen. Okay. Lycana, falls ihr nicht wisst, was das ist, dann googelt. Nein, das sind Werwölfe. Oh. Ja, manchmal kann ich auch ein bisschen fies sein, aber das halte ich nicht lange durch. Ihr habt es ja gerade mitbekommen. Das halte ich einfach nicht lange durch. Ja. Das ist wie beim Sex, ja. Gibt es 1-2 Schläge auf dem Arsch, aber danach bin ich dann wieder sanft. Und schlag nur ein bisschen ins Gesicht. Nein, Mann, Spaß. Bitte beruhigen Sie sich. Mann, Spaß. So, Karte mit V-Aufruf. Mit V? Für was soll V denn stehen? Für Fab? Also, anstatt Map? I don't know. So, das Schöne hier, warte mal, wie ging das nochmal, ach so, kann ich bewegen. Ja, hier kann man im Prinzip die Stadt sehen, man muss aber ein bisschen näher rangezoomt haben. Ja, die roten Gebäude zeigen halt, okay, da ist noch irgendwas. Muss aber noch nicht mal zwangsweise irgendwas für die Story sein, kann auch einfach irgendwie ein Shit sein, den man vielleicht gar nicht mal braucht. Deswegen werden wir die Karte wahrscheinlich selten benutzen, weil ich krass bin und weiß, wo es lang geht. Ja, wisst ihr Bescheid. Wisst ihr einfach mal Bescheid. Wisst ihr, was ich auch weiß? Ja, wo man krass viel Kohle herbekommt, unter anderem durch Edelsteine, ja, Kristallfragment, wisst ihr Bescheid. Wisst ihr einfach mal Bescheid, ja, oder das Abschnetzeln von irgendwelchen Tieren. Meine nicht. Sind hier nicht? Okay, Fehlalarm, ich dachte, hier wären irgendwelche Raben noch zugange. But, entweder sind sie schon weggeflogen oder halt waren auch nicht hier. So, dann gehen wir hier mal weiter. Und schau mal, was es hier Schönes gibt. Wie gesagt, ist jetzt nicht der erste Durchlauf, aber fast, ja. Ich habe gerade mal 10, das heißt, ich bin auch fast noch Neuling in dem Game. Ne? Es ist quasi durch Zufall und durch meine krass gute Orientierung, dass ich hier weiß, wo es lang geht. Unter anderem, wir starten jetzt hier in der kleinen Kapelle und holen uns das Seil, ja. Jungfernfragment. Ja, muss man bitte unterscheiden vom Jungfernhäutchen. Ganz, ganz wichtig. Okay, hier könnte man natürlich auch noch denken, okay, das ist krass religiöser Scheiß. Ist wahrscheinlich auch für die Bewohner des Dorfes krass religiöser Scheiß. Für uns dann eher, ja, vielleicht eher so sektenmäßig. Aber es ist ja auch in die Richtung Religion. Ne, wisst ihr Bescheid. So, achso, hier haben wir auch noch was zu lesen. Ne, zumindest mal zu gucken. Sollte Unglück über das Dorf hereinbrechen, finde die 2 Relieffragmente. Eines ist in der Kirche, eins bei Luisas Haus.
Ja, Mensch, das ist ja übrigens die, die wir übers Radio gehört haben. Da werden wir nämlich gleich mal direkt hinmachen. Bei wäre jetzt für den Speichern wäre wahrscheinlich auch noch ganz klug, oder? Wir machen mal ab und an mal so ein leichtes, kleines, smoothes Zwischenspeichern. Einfach sicherheitshalber. Ja, falls ich doch mal gedenke zu sterben. Weil auch das wäre, glaube ich, nicht so schlimm. Ja, sicherheitshalber. Vielleicht explodiert gleich mein Rechner. Wobei dann wäre auch alle Sicherungsdateien weg. Never mind, vergesst. Ist Gewohnheit. Ist einfach Gewohnheit. Na guck mal, was flitzt denn da durchs hohe Gras? Sind es etwa Lilliputaner, die es so toll finden, wenn das Gras an den Eiern kitzelt? I don't know. Wobei das Gras hier relativ hoch ist. Ich glaube, da braucht man nicht mal Lilliputaner für zu sein. Ich glaube, ich gucke erstmal hier. Komme ich hier überhaupt rein? Moment. Doch, hier. Ich glaube, hier waren auch noch irgendwie krasse Sachen. Oder auch nicht. Mal, was spielt denn ihr da so rum? Was ist denn da los bei euch? Habt ihr denn nichts zu tun? Dude, ich hab in die Eier geschossen. It sucks to be you, my friend. It sucks to be you. Kommen die jetzt alle zu mir? Weil normalerweise bin ich immer so eigentlich einfach durchs Feld gerannt. Na, komm, zeig dich. Kuckuck. 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 Na, wo bist du? Zeig dich. Das ist halt auch total creepy, ne? Da bist du ja in so einem Feld mit so übelst hohen Gräsern und gar irgendwas ist hier, ist Weizen, I don't know. Und siehst nicht, was da auf dich zukommt. Wobei jetzt scheint es dich totzustellen, I don't know. Wobei, wir können eigentlich die krass männliche Taktik machen, ne? Warum laufe ich denn hier eigentlich die ganze Zeit mit rum? Brauche ich nochmal die einfach aus? Ich denke mal, damit werden wir wahrscheinlich irgendwas treffen, oder? Na, wobei, fuck it. Wir gehen so durch. YOLO! I'm driving solo. Ho! Ho! Oh, das war Reflex, Freunde. Da habe ich mich sogar ein bisschen erschrocken. Hi. So, war es das schon? 3 Stück nur? Gab's euch vom Preis 3 zum Preis von einem oder was? Für eine Fliege? Einen Flammenwerfer? Wieso auch nicht? Ja, Logo. Man muss ja auf eine coole Art und Weise das machen, ich bitte euch. Ja. Die Expendables wäre ja auch echt nicht so spannend und actiongeladen, wenn die da mit, keine Ahnung, so kleinen Messerchen rumlaufen würden, oder? Mist. Also den Trick musst du mir jetzt mal erklären. Da hat ja ein Mädel gerade gesagt, Vater, da ist ja irgendjemand. Dann mal kurz aber die Tür aufgemacht, keiner hat rausgeguckt. Ja, nur, vielleicht hat sie aufs Feld geguckt. Und dann wieder sofort zugemacht. Schließen Sie die Tür, bitte. Um dann die Tür noch nicht mehr abzuschließen. Hey, was machst du hier? Ich stehe hier rum. Und guck ab und zu mal raus. Bitte, tun Sie uns nichts. Oh, keine Sorge. Ich tue ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Normal. Nein, sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Aber er kann kriechen. Der Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Alright. Alright, alright, alright. Ja, haben wahrscheinlich dann... Ja, ey, das ist doch auch... Geht dir gar nicht von alleine zu? Werwölfe, bitte jetzt mal nicht reinkommen. Das wäre super. Vor allem, warum schließen die Tür nicht ab? Gehen davon aus, dass die Werwölfe einfach zu dumm sind, die Tür aufzumachen? Denke ich so, hey Mensch, okay, die Tür geht nach außen auf. Das wird wahrscheinlich kein Werwolf rallen. I don't know, Freunde. I don't know. Wobei, da ist ja auch effektiv, glaube ich, nichts zum Zumachen großartig, oder? Ich weiß es nicht. Wir machen mal so ein bisschen einen auf Parkourläufer. Ja, kennen wir ja schon von Dying Light 2.
Sorry, den ersten habe ich nicht gespielt, deswegen zwei. Machen hier nochmal ein Plumpsklo auf, was hier sogar richtig edel ausschaut, ja, im Vergleich zu dem, was wir schon gesehen haben. Warte mal. Ah ne, okay, ist nur schließen. Ich dachte, da sei noch irgendwas. But no, there is nothing. Machen wir mal auf direkt. Kommt, alles gut. Hey, komm her, schnell. Schätzelein. Wurde aber auch Zeit. Wow. Ey, wie lange habe ich jetzt gebraucht? Das war noch unter einer Minute. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier sind wir sicher, oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Los. Vater? Helft mir. Wow. Wie fordernd der einfach ist, ja? Ja, und ich bin jetzt der Doofe, der jetzt da Randale machen darf, oder was? Wow. Tollen ersten Eindruck. Sicherheit, Vater. Vor allem das jetzt auch wieder, ne? Gerade total... in Panik, ja, und total verängstigt und danach oh kommt... Gott, so viel gleich, Blut. Gleich sind wir in Sicherheit, Vater. Als wäre nichts, ja, als wäre einfach so, hey, von wegen, keine Ahnung, Fenster ist kaputt, jetzt gerade der Glaser da, macht's wieder zu. Ja, gleich sind wir in Sicherheit, dann kommt der böse Wind nicht mehr hier rein. Oh, es fröstelt mich schon. Ja, irgendwie so. Der spürt, dass du seine Kleine knallen willst. Tja, der hat scheinbar echt ein gutes Gespür. Okay. Hat Hallo? Echt gutes Gespür. Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa, mach auf, ich bin's, Elena. Elena. Oh, oh, oh. Steh, die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Mein Freund. Hau ab. Vater, um Himmels Willen, lass uns rein. Nein. Sie riechen das Blut, es ist zu gefährlich. Mein Vater stirbt hier draußen. Ist nicht mein Problem. Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf, die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Du bist nicht aus dem Dorf. Nein, ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh. Geh. Do it. Tja. Jetzt sind wir weit gekommen, ne? Wenn dir vertraut, dann tue ich es auch. Komm rein, Ethan. Okay. Thank you. Thank you. Warte hier. Ich sehe nach den anderen. Es hätte gerade echt, also wäre es jetzt nicht eine Schrotflinte gewesen, wäre das echt eine Szene sein können aus einem Porno, ne? Kaunk. Frau klopft an, Tür geht auf, ja, und plötzlich erstmal streckt sich erst ein Penis entgegen. I don't know. Luisa, Sie haben schon wieder viel gerissen. Wenn das so weitergeht, überleben wir diesen Winter nicht. Ernest haben wir auch noch nicht gefunden. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Hat Mutter Miranda sich von uns abgewandt? Probably yes. So, guck mal hier nochmal nach. Ein paar schöne Bilder gucken, ja. Bilder gucken ist immer super. Ja, vor allem für mich als Streamer, der da im Prinzip nicht lesen kann, ist immer super. Ja, einfach nur ein paar Bilder angucken. Nebenbei hat die nicht gerade gesagt, hier lang. Okay, nehmen wir mal. Gucken wir noch zu Ende. Komm, wir gucken noch zu Ende. Auf wichtige Leute wird ab und zu auch mal gewartet, ja. Das ist wichtig. Aber effektiv sehen wir, glaube ich, hier auch nur Bilder von der Stadt. Ja, mit dem Windrad haben wir ja gesehen. Da haben wir da oben, glaube ich, noch eine Schleuse. Unten rechts die Fabrik oder sowas. Müsste wahrscheinlich sein. Ja, aber die Orte werden wir, also falls ihr dann sagt, so, hey Mensch, ich habe die Bilder nicht ganz gesehen. Werden wir noch alles sehen. Ja, die Orte werden wir noch alle sehen. So, nehmen wir die Handtasche mit. Sieht schick aus, oder? Naja, wir gehen einfach mal weiter. Hallo, du Hübscher. Was gibt's denn da hinten? Ist da dein Schlafzimmer? Oh yeah. Komm rein, die anderen warten. Komm rein, that's what she said. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um. Anton, bitte. Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, wow, wie undankbar. Stirb, du alter Sack. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden?
Niemand hat überlebt! Da komm mal ein runter, gib mir ein Bier. What the fuck? Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und morgen? Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen sind wir alle hier tot. Oder das? Genau wie ihr blöder Ehemann. Stopf dir das Maul, Roxana! Das reicht. Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ach, man hätte vorglühen können? Ja, klar. Sag das doch vorher. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein, nein. Er ist draußen. Irgendwo. Dann wird er bestimmt sicher sein. Er geht Hilfe holen. Ja, das macht er. Er geht Hilfe holen. Okay. Beten wir für ihn, für uns alle. Oh, nee. Ja. Kommt. Kommt her. Let's pray together right now. O Allmächtige, hört unsere Stimme. Vereint in Demut vor euch. Wir suchen euch aus den unendlichen Tiefen. Uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes, in dunkler Nacht, erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod preisen wir euch, Mutter Miranda. Es hat ein Gefühl wie in der Kirche, ne? Der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Elena. Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Das Bild habe ich schon mal gehört. Ja, gerade eben, du Idiot. Die Hexe. What? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Ein bisschen Schmackofazzi essen? Geil. Hast du sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Oh, shit. Now it's a party. Little Pig, Little Pig. Vater! Elena, nein! Nein, lass mich los! Hat der gerade einen Titten gefasst? Nein! Nein. Er wird uns töten! Wir müssen weg! Rückwärts laufen ist nie weiser. Die ist aber auch echt hübsch, ja, und hat auch weiche Brüste. Also, geht man von aus. So munkelt man. Ich sagte aufhören! Oh, Frauen und Waffen, ne? Ich bin eigentlich total gegen Waffen, aber Frauen und Waffen sind schon irgendwie sexy, ne? Es tut mir leid, Vater. Alter Schwede. Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena. Elena, nicht! Du kannst nichts tun! Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen! Oh yeah. Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden! Nein, ich bring uns hier raus. Uns beide. So, wir müssen uns kurz beruhigen, ja? Mach das Röckchen mal kurz hoch. Never mind. Aus dem Haus entkommen. Ja, und damit haben auch wir nochmal einen wunderschönen guten. Haben wir noch morgen? Falls nicht, schon guten Tag. Maybe something in between. Schön, dass du auch da bist. So, wir brauchen scheinbar einen Schlüssel. Den müssen wir gut einmal suchen. Ich weiß natürlich, wo er ist, Freunde, aber ich verrat's euch nicht. Nein, ihr werdet es ja gleich selbst sehen. Ja, I guess. You're about to find out. Pretty soon. Pretty damn soon. So, hier nehmen wir erstmal den Zettel. Falls nötig, nimm dir den Schraubenzieher aus
dem Schlüsselanhänger. Schrummdreher müsste es ja richtig heißen, richtig? 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 Gebt mir recht, Freunde, ich brauche Resonanz. Schreibt ja, Chris, du bist so... Liegst du richtig, von mir ist auch das. So, hier haben wir den Schlüssel. Und hier ist noch was drin, Freunde. Hier ist noch was drin. Oh, fucking Screwdriver. Alright. Alright. So, ich glaube, jetzt haben wir alles Wichtige mitgenommen. Jetzt gehen wir mal zurück. Ja. Hey, sexy. How's it going? Das Feuer breitet sich aus. 11:44 Uhr, sehr gut. Da zieht sie die Grenze, sie ballert ihn ab. Aber wenn er begraben wird, ist es schlimm. Ja, ist halt, weiß ich nicht. Ich meine, ich würde auch gerne was begraben, aber nicht in der Erde. Hm? Hast du? Hast du Bescheid? Oh, hallo. Schöne Augen hat sie, oder? Wie ruhig die gerade ist, ne? Ich meine, hier brennt und lodert alles drumherum. Vielleicht denkst du auch gleich noch, oh, romantisch. Hm. Sonst alles in Ordnung? Na, okay. Ich sehe schon, sie ist Raucherin. Aber ist jetzt nicht zwangsweise ein No-Go. Okay, wir nehmen mal kurz den Autoschlüssel. Let's go. Let's go. Ja, World of Tanks in Resident Evil 6. Geh rüber. Könnte man meinen. Hiermit kommen wir raus. Nee, 8, sorry. Mein Gott. Ich habe immer 6 im Kopf oder ähnliches. I don't know. Stimmt. Stimmt. Es ist eine Bürde, meine Freunde. Kein Segen. So, einmal Gas geben. Oh, das darf man in Deutschland auch nicht sagen. Oh, es tut mir leid. Oh yeah. Sind wir aber weit gekommen. Ja, Auto müde, Auto schlafen. Ich sehe das schon. Ethan, alles in Ordnung? Ist sie gerade rausgesprungen? Oder ist sie gerade einfach rausgemacht? Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Daneben nach oben. Time goes by so slowly. Komm hoch. Schnell. Schnell weiter. So, Freunde, jetzt mal bitte aufpassen. Jetzt kommt so ein mega... Atme nicht den Rauch ein. Ja, den krassen Satz meinte ich. Aber danke. Ja. Vielen Dank für den Hinweis. Ich werde jetzt nicht den Rauch einatmen. Ja. Hoffentlich geht's deiner Familie gut. Ohne dich hätte ich das niemals gewusst. Wenn wir herauskommen, stelle ich euch vor. Ja. Wenn wir herauskommen, stelle ich euch vor. Never mind, wir gehen hier hoch, Freunde. Das wäre super schön, wäre das. Komm, es hält. Da, so kommen wir hier raus. Ein Glück. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Dann geben wir erstmal einen Schuppen, dann gibt's ein Happy End für mich. Es sind zu viele. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? So könnte man auch eine Frau beschreiben, ja? Da gibt's nichts außer Blut und Elena Tod. Elena nicht. Never mind. Das ist nicht mehr dein Vater. Elena. Er hat mich erkannt. Vater! Du bringst dich noch um. Upsi. Nicht bewegen. Upsi. Los, nimm meine Hand. Geh, Ethan. Rette deine Tochter! Elena, du schaffst das! Nimm meine Hand! Scheiße! Nein! Hot, hot, hot! Man, this girl is on fire! Wieso müssen alle sterben? Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Muss war. Das ist einfach nicht fair. Ja. Komm, heul leise, Ethan. Geht weiter. We have a mission to accomplish, you know? Ich versteh's nicht. Ist nicht schlimm. Dafür siehst du gut aus, Ethan. Alles gut. Du musst nicht immer alles verstehen. Akzeptiere es einfach. Deswegen steuere ich dich ja. Doch, komm, spring! Spring, 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 spring! Was für ein Chaos. Jetzt alles wieder von vorne los.
Naja, nicht komplett. War so ein übelster Superheldensprung, wo jetzt wieder da gelandet ist. So easy peasy da runter machen und dann so auf dem halben Knie so aufkommen. I am Batman. Wieso? Stylisch, oder? Mega Ding. So, gehen wir hier auch mal runter. Ach, hier bist du, hast du keinen Knicks gemacht? Ja, war wahrscheinlich eine gute Federung durch den Schnee. Ich sehe jetzt schon kommen. So, hier können wir den Schraubenzieher benutzen. Ja, ich wusste das schon vorher. Das habe ich mir behalten. Hier haben wir auch nochmal so ein Relief. Ja, Dämonenfragment. Mr. Befriend. Pang, pang. Pow, pow. Hallo? Nicht! Mutter Miranda! Hey! Oh, she's so strong. Wer war... Was war das? Oh yeah. So, können wir den auch looten? Sehen wir den überhaupt jetzt gleich nochmal hier? Ist der hier? Ist er das? Nee, das ist doch nicht, oder? Wo ist denn der? Hat den nicht einfach hingeworfen? Naja, never mind. Nebenbei, das ist übrigens auch eine coole Sache, möchte ich nur kurz einmal erwähnen. Und zwar, wenn ihr jetzt mal hier so ein bisschen auf diese Taille achtet, die so ein bisschen geformt sind wie Kreuze mit Geweihen oben drauf. Die sind jetzt gerade leer. Ja, merkt euch, dass sie jetzt gerade leer sind. Merkt es euch. Ja, hier, Acker, Kreuze, leer. Merkt euch das. Die drei Sachen merken. Ja, zum gegebenen Zeit werdet ihr wahrscheinlich eine Veränderung feststellen. Das finde ich übrigens auch sehr, sehr schön, dass es halt auch die Umgebung sich mitändert über die Zeit. Sehr, sehr schön gemacht. So, wir gehen mal weiter. Oh, guck mal. Da gibt es gleich wieder ein bisschen GIF-Action. Hallo. Wackel zweimal mit deinem Stab, wenn du es auch möchtest. Eins. Zwei. Alrighty, Freunde. Grünes Licht. Der Tod findet sie alle. Ja, krasser Dirty Talk. Finde ich geil. Ja, über Tod und Verderben sprechen. Mega Ding, ja. Voll evil. Du bist schon wieder am Malen? Oh, gucke. Gucke an. Und die lächelt immer so schön, oder? Oh. Wackelt die noch schön mit ihrem Stab. Ach, das ist so schön, oder? Also wenn man hier nicht wüsste, was hier so abgeht, würde man sagen, hey Mensch, die Alte hat einen Knacks weg. Naja, so, wir gehen mal weiter. Hier wird sich noch nichts verändert haben, aber wir wollen ja jetzt in das Schloss. Das haben wir ja gerade schon mitbekommen. Ja, wo es ja nur Tod und Blut gibt. Hört sich auf jeden Fall schon mal verheißungsvoll an. Da wollen wir definitiv dann mal hin. Das Schloss ist nämlich da. Oh, sieht auch von hier aus so richtig schön aus, oder? Ein bisschen Nebel. Richtig schön, ne? Also ich muss mal ehrlich sagen, da würde ich wohnen. Ja, also ich bin immer sehr, sehr schwierig zufriedenzustellen, aber ich würde sagen, so vom ersten Gucken, ja, könnte fast genug Platz für mich sein. Almost. Almost. So, Schloss Dimitrescu. Schloss. Ja, by the way, ja, im Englischen ist das U am Ende, beziehungsweise das U ist nur ein U, muss ich gerade mal drüber nachdenken. Im Englischen ist das einfach silent. Die nennen die einfach Dimitrescu. Ja, also falls ihr jetzt irgendwie das mal auf Englisch erwähnen wollt oder mit irgendjemandem sprecht über das Spiel im Englischen, ja, sagt bitte nicht Dimitrescu, sondern sagt einfach Dimitrescu. So wird es zumindest auch im Spiel genannt. Wir sagen jetzt im Deutschen einfach mal Dimitrescu, weil es einfach eine heftige Kuh ist. Zumindest mal so groß, wie sie ist. Naja, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. So, jetzt mal kurz einmal nochmal richtig stellen hier alles. Ey, ey! Nee, war richtig. So. Er dreht sich immer dann nochmal ein bisschen selbst richtig ein. Das ist schön. Ich hab's genau in die falsche Richtung gedreht. Sweet. So, jetzt. Alohomora! Ja, dankeschön, Freunde. Ja, also ihr kriegt hier nicht nur einen krass geilen Stream mit einem krass geilen Game, sondern auch noch ein paar Magic Tricks. Isn't that awesome? Yes, no problemo. Macht nur 10 Euro pro Person. Ich wollte nur noch mal zeigen, wie tierlieb ich bin. That's all.
That's all. So, wir gehen mal weiter. Warum? Achso, jetzt. Oh Gott. Weil normalerweise spurtet der schon von alleine. Man muss doch nicht direkt das Schiff drücken. Aber jetzt gerade war er schon ein bisschen lahmarschig unterwegs. Ja, also das scheinen dann doch ein bisschen verstärkte Holztüren zu sein. Denn selbst eine Explosion macht es nicht kaputt. Aber das finde ich tatsächlich auch sehr schön hier mit diesen Mechanismen. Hier mit den Zahnrädern und Co. Machen wir direkt mal auf. Sieh an, sieh an. Well, well. Hat tatsächlich einer überlebt. Du hältst wohl einiges aus. Hm. Na. Sollte ich sie kennen? Oh, du bist nicht von hier. Umso besser. Du wirst Mutter Miranda gefallen. Alles super freundliche Leute, ne? Ständig am Lachen. Ach Mensch. Ist doch schön. Ist doch schön. Bin ich jetzt ein Mr. Sklave oder was? Auf zu jammern. Wir sind fast da. Ja, ist ja okay. Ha, lustig. Heisenberg, yes. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass viele Frauen auf dem Heisenberg stehen, ja? I don't know why. Ich kann mit ihm doch gar nichts anfangen. Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Überlass den Sterblichen dem Haus. Ich verspreche. Lass mich sehen. Du meinst... Schnauze alle beide! Oh. Ihr wollt doch bloß allein mit ihm spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt ist, dass er leidet und dafür garantiert. Ja, ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Gut, ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gebt den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind. Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind. Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht. Du kannst die Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschweißt wäre. Werd doch größer. Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego. Hey, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. End of discussion. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Lycans! Und Gentlemen, danke für eure Geduld. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du hörst. Ethan Winters. Ethan Winters. Los geht's. Nein! Zehn! Neun! Acht! Sieben! Sechs! Fünf! Vier, drei, zwei, eins, Showtime. Alright, dann rennen wir mal kurz um unser Leben. Verfluchter Mist! Kriegen wir immer sehr, sehr gut hin. Hi, Grüße. Hier lang? Oh, ne, okay, dann nicht. Alles cool. Cool. Vor allem hier wird sich jeder wahrscheinlich überall die Haxen brechen. Aber mal so richtig. Au. Naja, zumindest eine kleine Rutschpartie. Den Kerl hast du doch gekillt? Ja, ich weiß, aber... Das Spiel schafft man nicht. Du lebst noch? Ja. Beeindruckend. Ach, shit. Vielleicht ist es auch einfach sein Zwillingsbruder. Who knows? I don't.
La 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 la. Hey Freunde, was geht? Okay, ich geh mal weg. Tschüss. Shit. Ja, und wieder ein bisschen rennen, Freunde, damit wir jetzt hier nicht gleich aufgespießt werden. Die Geschichten über dich sind also wahr. Oh. Holy shit. Donna und Moreau wollen unterhalten werden. Ich kann da gar nicht hingucken. Ich kann da gar nicht. Doch, ich kann da hingucken. Bin krass drauf. Oh yeah. Jetzt reden die auch noch ingame ständig über Essen. Stop it. Oh boy.